für die Demokratie auf die Straße zu gehen, ist halt deswegen so erfolgreich, weil das Wort Demokratie erstmal super positiv besetzt ist, weil dahinter sich, glaube ich, ganz viele Menschen versammeln können, glücklicherweise. Es steht viel auf dem Spiel, überall in Europa. Künstlerinnen spüren die Gefahr von rechts außen, etwa in Österreich. Es gibt einfach einen Rechtsruck. Das ist dann halt gruselig, natürlich, wenn das Anklang findet in der breiteren Gesellschaft. Und mir kommt vor, dass der Boden momentan recht fruchtbar ist für solche Ideen. Und das, dann wird es halt gefährlich. Europas Rechtsextreme auf dem Vormarsch. Was bedeutet das? Etwa für das Leben in den Niederlanden? Populism has such a big presence in Dutch politics or European politics in general. The conversation has changed. Yeah. Und was bedeutet es, unter einer rechtspopulistischen Regierung zu leben? Künstler suchen auch in Ungarn ihren Weg. Es gibt viele Leute und Künstler in Ungarn, die laut sind und versuchen, etwas zu machen. Aber das ist natürlich sehr schwierig und ich habe keine große Lösung, was sollte man machen. Wie lebt es sich in einer Stadt, in der eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft ist? Lukas Rietsche lebt in Görlitz, AfD-Hochburg. Wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man unterscheiden, ob es die Umfragewerte sind oder die tatsächlichen Zahlen nach der Wahl. Kommt man gar nicht drum rum, das mal durchzurechnen und weiß, na, natürlich ist man umgeben von Menschen, die die AfD wählen. Aber wenn wir die ganze Zeit so durch die Gegend laufen würden und drüber nachdenken, wer wen wählt und wer vermeintlich welche politische Einstellung hat oder welche Gesinnung oder was auch immer, also dann wird es auch irgendwann tatsächlich paranoid. Viele seiner Freundinnen und Freunde sind weggezogen. Der Schriftsteller und Dramatiker Lukas Rietsche kam nach dem Studium zurück und will hier etwas bewegen. Etwa weitere Räume für die neue Kunsthalle schaffen. Er will in Görlitz bleiben, trotz AfD. Meine Nachbarn wählen AfD und Teile des Theaters gibt es wahrscheinlich auch AfD-Sympathisanten. Also natürlich sind die da und nicht alle von denen sind stramme Rechte. Das klingt manchmal auch so wohlfeil, das immer wieder zu relativieren, aber ein bisschen abstufen muss man da vielleicht dann doch auch noch an manchen Stellen. Das ist aber, mir fällt es selber super schwer. Für die Kunsthalle gibt es viele Ideen. Doch die Stadt hat kein Geld. Und die Rechtsextremen könnten bei den Landtagswahlen im Herbst nochmals zulegen und dann mitregieren. Faktisch sitzt die AfD schon in diesen Gremien. Also eben weil sie diese kritischen Größen im Parlament oder jetzt hier im Stadtrat überschritten hat, sitzt sie ja zum Beispiel auch im Aufsichtsrat vom Gerd-Hauptmann-Theater. Also da ist jemand, der aktiv, obwohl er das total ablehnt, dieses Theater und die Arbeit darin, jemand, der da drin sitzt und vorkommt und das mehr oder weniger, das was ich zumindest höre, aussitzt, also noch nicht aktiv blockiert. Ich glaube, dafür fehlt dort noch die Mehrheit dafür, aber die sind schon da. Einer von denen könnte Samuel W. sein. Abwesende Hauptfigur im Theaterstück, das Lukas Rietschel jetzt für das Gerhard-Hauptmann-Theater geschrieben hat. Die Bühne für Görlitz und das nahegelegene Zittau. Samuel W. Vielleicht ein ehemaliger Mitschüler von Rietschel. Ein Rechter jedenfalls. Und einer, der in die Politik will. Für das Stück hat Lukas Rietschel unzählige Gespräche geführt. Im Umfeld der AfD. Wer ist Samuel W.? Ehrlicherweise habe ich manchmal den Eindruck, dass das Rechte mit meiner Arbeit sogar relativ viel anfangen können, weil sie den Eindruck haben, dass ich ihnen vielleicht sogar eine Bühne geben würde oder dass ich ihnen ganz besonders aufmerksam insofern zuhöre, als ich ihre Meinungen und Haltungen salonfähig machen würde. Zumindest sind das Vorwürfe aus linken Kreisen, die mich immer wieder treffen. Ich bin es so leid, diese ständige Infrage stellen. 2001 ging das los. Also bei mir, da habe ich ziemlich krass mitbekommen und es hat nie mehr aufgehört. Euro-Rettung, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine-Krieg. Warum hat dann nicht eine Krise gereicht, um ihre Pläne durchzusetzen? Ihr lieben Mächtigen, es reicht langsam. Strengt euch mal an. Samuel hatte Schiss, na klar, wir alle hatten Schiss. Das ist alles, was ich in meiner Arbeit tue, etwas zu erfahren, etwas nachzufragen, etwas
verstehen zu wollen und mich nicht, eben nicht hinzustellen auf eine Bühne und zu sagen, schaut mal, so müsst ihr das betrachten und so ist der richtige Weg. Das ist, also wenn Kunst diese Wege einschlagen sollte, dann ist sie nicht gut, würde ich sagen. Dann ist sie auf dem besten Wege hin zu einem Agitieren. Und dann sind wir am Ende auch nicht weit weg von so einer Propaganda. Samuel war kein Partypatriot wie die ganzen anderen. Genau daran bemisst sich ja gerade unser Diskurs, dass wir nicht wissen, wo sind wir noch tolerant und wo wird selbst diese Toleranz irgendwann intolerant und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach auszutarieren und ehrlicherweise auch etwas, was rechte Kräfte narrativ sofort umkehren können, indem sie sagen, aber ihr grenzt uns doch aus, ihr seid doch die Intoleranten, ihr hört uns doch nicht zu, ihr wollt doch, dass wir verboten werden. Und das ist so schwierig auszuhalten und so schwierig, sich da zu begegnen, weil ich eben auch den Eindruck habe, dass es eben nicht die rechten Kräfte sind, die offen sind gegenüber anderen Haltungen. Lukas Rietschel ist für ein Verbot der AfD. Eine Demokratie, die sich nicht gegen diejenigen wehre, die ihre Abschaffung planten, sei naiv, sagt er. Ich kann mir vom Elternhaus von Samuel nicht ableiten, wie er später zu dieser Partei geraten ist. Das müsste mir wirklich mal jemand erklären. Rechte Parteien in ihrer radikalsten Form haben, und das sind nicht nur Rechte, das sind auch Linke in ihrer radikalsten Form, manchmal wenig Interesse an irgendeiner Gegenmeinung oder Gegenhaltung. Das bringen Ideologien so mit sich, dass sie so in sich verhärtet sind. Und deswegen gehen sie immer erstmal auf die Kunst und gehen auf die Wissenschaften und gehen auf die Justiz und gehen auf das freie Wort. Das bekommt man am Gerhard-Hauptmann-Theater bereits zu spüren. Der zuständige Mensch von der AfD oder mehrere haben gesagt, dass das Theater zu teuer ist und so nicht mal, haltbar ist. Und also das bei Weihnachtsmärkten. Ja, genau. Da braucht es gar kein politisches Stück dafür. Ja, genau. Also das Szenario haben wir eigentlich die ganze Zeit. Ich habe gar nicht so sehr Angst vor irgendeiner starken AfD. Also ich wüsste gar nicht, wie sie noch stärker werden soll. Die beherrschen das jetzt schon hervorragend, sondern die Frage ist, wie sind andere Parteien dagegen aufgestellt? Wie erkennen sie diese Mechanismen? Wie laufen sie dieser vermeintlichen Stimmung hinterher? Und wie stark ist der Opportunismus zur Macht, am Ende vielleicht sogar mit denen zu koalieren? Das ist eigentlich auch fast schon zynisch, ne? Aber also ich bin als weißer, heterosexueller Mann da wahrscheinlich noch relativ sicher. Da gibt es Menschen, die sind sehr viel mehr betroffen davon und sehr viel mehr von Anfeindungen und Ausgrenzung betroffen jetzt schon und wahrscheinlich in einem anderen gesellschaftlichen Klima, in dem eine AfD noch stärker wäre, noch mehr. Ich kann und möchte für die nicht mitsprechen. Das sind Erfahrungen, die mir Gott sei Dank noch verwehrt sind. Erfahrungen mit einer starken rechtspopulistischen Partei haben auch die Niederlande. Hier wurde die PVV bei den Parlamentswahlen Ende 2023 stärkste Kraft. I think specifically recently with the latest elections is that the protection, I suppose, of the arts from the government is more under pressure. There's a sort of anti-intellectual, anti, I don't know if anti-art is a word, but that is, I think, very much what's at stake. Bei den letzten Wahlen in den Niederlanden hat er die Mehrheit gewonnen. Der Rechtspopulist Geert Wilders. Jetzt will er regieren. Kulturförderung nannte er stets ein linkes Hobby. Er hat noch mehr Feindbilder, die EU und Migranten. Wie wirkt sich der Rechtsruck aus? Das wollen wir in Amsterdam wissen von einer jungen Schriftstellerin. I'm from the south of the Netherlands. I studied here for 2 years before I went to art school, but I'm from the south. I'm not a city girl. Although my Cameroonian family would say that's not the countryside. Because the Netherlands is so dense that even the countryside is not really country. Auf dem Land spielt auch ihr Debütroman. I wanted to write about being a person of color or a young girl of color. Specifically outside of the urban life, because it's a very different experience, I think. You're more isolated because you are in a smaller community.
you're not in a place that is specifically designed for some kind of multicultural experience. So that's what I experienced. That's my sort of background. And I wanted to do something with that in a story. Es geht um Wut. Ihr Buch erzählt von Salome, einem bürgerlichen Mädchen mit Vater aus Kamerun und holländischer Mutter. Salome ist in der Jugendstrafanstalt gelandet, weil sie sich gewehrt hat gegen strukturellen Rassismus und Mobbing. Ein schöner Text und ein Mix aus harter Sprache und Poesie über Salomes unzähmbaren Zorn. Als ich thuis kwam von school, ging ich naar de schuur. En als papa thuis kwam van werk en ik daar was, dan zette hij de radio aan en rookte. Keek, gaf aanwijzingen. Je hebt het niet van een vreemde, zei mama. Iedereen is veilig en er is niks aan de hand. Het is belangrijk dat je niet met je laat sollen, zei papa, terwijl hij voordeed hoe je moest slaan. Je stapt met je stoot mee naar voren, alsof je door je vijand slaat. Er doorheen. Krachtig zijn, snelheid, hard werken, niet zeuren, niet met je laten sollen. En als dat dan toch gebeurt, wees verrassend snel. Dat was het doel. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Die hat Salome in den Knast gebracht. Ein Reflex auf Rassismus in der niederländischen Gesellschaft. So the novel takes place in 2007-2008. And that is right after the killing of Pim Fortuyn, who was a Dutch right-wing politician who was murdered specifically because of his ideas and because of his xenophobic ideas. And it really sparked this sort of new, I think a new kind of way, I think at least, in which people talk about identity. But it's also a time where there were not yet really a lot of people with smartphones. It's not yet people that are being that online. So I think that online space not being a part of people's conversations about it is definitely completely different from what happens now. I don't think that the essence of it has changed. I think maybe it's fueled more now. It's more acceptable. In the Netherlands we say, well, it's a German word, salonfähig, to kind of say things that maybe 20 years ago, 25 years ago would have been considered more, like really not okay to say publicly. But still, it's not like they weren't being said. But I think now, you know, because populism has such a big presence in Dutch politics or European politics in general, the conversation has changed, yeah. Bereits 2014 zündelte Geert Wilders. Wennen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. Was macht so eine Hetze mit dem Klima in den Niederlanden? Wie geht Simone Atangana Bekono damit um? It scares me. I mean, I feel like I'm going to continue doing what I want, in that sense. I'm going to continue writing and editing, but I'm more concerned, I think, about more like the younger generations, like what kind of opportunities are they going to get? Like what are financial opportunities for them? Are they still going to be there and to what degree? That's what I'm a little bit more, yeah, that's what I'm nervous about, definitely. Gerade ist ihr neuer Gedichtband Marshmallow in den Niederlanden erschienen. In Frankreich eine Poesiesammlung. Simone Atangana Bekono macht weiter. Schreibt. Ohne Zorn, aber bestimmt. Nach Berlin. Zum ungarischen Dichter und Musiker Matyáš Dunajcik. Wie geht er mit dem Rechtsruck um? Seit 14 Jahren regieren die Rechtspopulisten in Ungarn. Wenn man die Frage der Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit ansieht, dann es gibt keine Leute im Gefängnis, es gibt keine verbannte Bücher sozusagen. Man kann theoretisch alles veröffentlichen.
Aber dann die praktischen Umstände sind so gestaltet von der Stadt, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht. In der Gesetz es ist so geschrieben, dass man sollte nicht Bücher mit Inhalt mit LGBTQ-Bezug in Buchladenverkäufen, die sind in der Nähe von einer Kirche oder einer Schule, Kindergarten oder so. Was natürlich sind mehr als 50% aller Buchladen. Matyáš Dunajcik hat Ungarn wegen Viktor Orbáns autoritärer Politik verlassen. Es gibt eine ganze Diaspora, zum Beispiel hier in Berlin auch, von ungarischen Künstlern. Sie könnten theoretisch die Kulturlandschaft von Ungarn bereichern, aber sie haben nur ein Leben und sie wollen etwas gut davon machen und sie können das nicht in Ungarn mehr. Jetzt bin ich hier, bleibe ich hier und ich versuche für mich in diesem neuen Ort ein neues Leben zu gestalten. Und das bedeutet nicht, dass das tut nicht weh. Das ist ein riesengroßer Verlust. Für mich als Dichter und Schriftsteller, das ist nicht nur der Verlust meines Heimatlandes, aber auch der Verlust von meiner Muttersprache als der wichtigste Ausdrucksmittel in meiner Arbeit. In Ungarn war Matyáš Dunajcik ein gefragter Dichter und Intellektueller, gewann Preise. Um weiterhin Karriere zu machen, hätte er nicht offen queer leben können. Besuch von Franziska Legát. Die ungarische Fotografin porträtiert in Berlin Landsleute, die Ungarn verlassen haben. In ihrem Fotoprojekt sucht sie Antworten auf die Frage, welche Gründe es gab, Ungarn den Rücken zu kehren. Die Fotografierten inszenieren sich dabei selbst. Franziska Legát lebt noch in Ungarn und macht sich Sorgen um ihr Land. So I can't really imagine the future of this country, that what's gonna happen. I think they need a revolution or something, but to be honest, I can't imagine, because of course the situation is not that bad that in Russia or like Eastern European countries. But so it's, you know, this kind of middle warm water. Yes. It's getting worse and worse, but really slowly. And you just realize that they burned you alive. There is very rarely things that get aggressive or yes. Bloody. But it just eats your soul slowly with yes. time. Ihre Fotoreihe nennt Franziska Legát Melancholy of Freedom, Melancholie der Freiheit. In this project, my purpose is to show like the ambivalence of this feeling, because a lot of people just try to tell that okay, I go to. Another country, and from that point I hate Hungary. I hate everything in Hungary. People who stay in Hungary, they are idiots. And I don't want to show this perspective. When I'm abroad, I feel really homesick. I miss speaking in my own language, miss my own culture. Because the Hungarian is as an outsider is a kind of melancholic. Country, like the mindset of the people. But when I was first time abroad for a longer period, I just realized that that's me. That's the part of my identity. That's the part of my personality. And people outside Hungary don't really understand it. Wenn ich ein Gedicht schreibe, das wird nicht der Wahlprozent von der AfD 3% weniger machen. Und man kann das nicht von Künstlern erwarten. Manchmal Kunst und Poesie ist nur da zu trösten und zu unterstützen. Vater, Feuermann, Vostorisnja, Pfeifer, Rohrdeck, Romtemplo. Das ist Trauerarbeit, weil man sieht,
so ein lebendiges, komplexes Ding wie eine Sprache, diese plötzliche Verwandlung in etwas sehr Fremdes, das ist eine ziemlich traumatische Erfahrung. Das macht immer Angst, wenn man sieht, dass auch in Westeuropa der politische Recht bekommt mehr und mehr Macht und Aufmerksamkeit. Und kann man nur hoffen, dass die Institutionen sind etwas stärker als in Ungarn. Aber was wichtig ist, glaube ich, dass man muss niemals diese Freiheiten und Offenheit, was wir hier zum Beispiel in Berlin haben, als etwas Gegebenes zu betrachten, was immer so war und immer so wird sein. Alles hat seinen Preis und natürlich habe ich ein ziemlich großes Opfer gemacht, wenn ich habe meine Karriere in der ungarischen Literatur und meine Familie und Freunde zurückgelassen. Und für das, ich habe bekommen eine Art von Freiheit, das Leute, die noch in Ungarn leben, haben nicht. Nach Österreich. Hier ist die rechtspopulistische FPÖ im Aufwind. Seit Jahren provoziert sie mit ausländerfeindlichen Sprüchen. Alltagsrassismus ist aber auch in der Mitte der Gesellschaft weit verbreitet. Die Comedian Irina, Künstlername Toxische Pommes, hält der österreichischen Gesellschaft auf TikTok den Spiegel vor. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe absolut nichts gegen Ausländer, aber man muss schon sagen, das ist einfach eine andere Kultur. Naja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass einfach manche Kulturen und Religionen von Haus aus gewalttätiger sind als unsere. Es ist so geil! Österreich! Österreich! Ich glaube, dass man im Wege des Humors oft Themen, die vielleicht doch im Kern ernst sind, mehr Menschen dadurch auf eine eben harmlosere Art und Weise erreichen kann. Und aber natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also Humor kann jetzt auch nicht die Welt verändern, glaube ich. Ich glaube, Humor kann zum Denken anregen, zum Überlegen. Zweimal wurde sie in Österreich zur Influencerin des Jahres gewählt. Unangenehm. Sie verarbeitet vor allem eigene Erfahrungen. Und da wird's oft politisch. Zum Beispiel, wenn es um Einwanderung geht und wie Rechtspopulisten die Realität verzerren. Guten Tag, herzlich willkommen in der Republik Österreich. Sie bekommen hier von mir für den Staat 10.000 Euro. Sie haben Kinder? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Da gibt es auch noch einen Bonus von 1.000 Euro pro Kind. Grüß Gott, Herr Czukslowicz. Wie, Sie heißen gar nicht so? Ja, jetzt heißen Sie so. Sie holen sich jetzt beim Schalter 2 Steine ab von meinem Kollegen, der wird es Ihnen in den Weg legen. Mich beschäftigen die Themen auch deshalb, aufgrund der momentanen Stimmung auch vielleicht einfach mehr, wenn man mitbekommt, ah, okay, es gibt die Idee, Menschen mit Staatsbürgerschaft ihre Staatsbürgerschaft zu entziehen und sie irgendwo hin abzuschieben, weil sie nach irgendwelchen Kriterien nicht integriert sind, was auch immer das bedeuten soll, dann ist das natürlich gruselig und macht einem Angst. Jetzt hat sie einen sehr persönlichen Roman geschrieben. Lakonisch leicht und doch mit tragisch ernstem Hintergrund. Ein schönes Ausländerkind. Darüber, wie es sich anfühlt, die Ausländerin zu sein. Der Titel kommt daher, dass ich oft als ein schönes Ausländerkind bezeichnet wurde, weil ich oft dafür gelobt wurde, dass ich gar nicht aussehe wie ein Ausländer und dass ich so hell bin und solche seltsamen Komplimente erhalten habe. Mit ihren Eltern flüchtet sie Anfang der 90er vor dem Krieg in Jugoslawien. Irina ist 2, als sie in der Wiener Neustadt landen. Es ist einfach eine recht triste Vorstadt, würde ich jetzt mal meinen.
Wir hatten eigentlich eine Luxusmigration irgendwo. Wir sind mit einem Auto gekommen und hatten eben sehr gute Startbedingungen in Österreich, hatten eine Unterkunft bei einer Familie. Die erwartet Mitarbeit als Gegenleistung. Irinas Mutter putzt, kocht, kümmert sich um deren Kinder. Unentgeltlich, rund um die Uhr. Ich wollte über die Erfahrung reden, dass die Hilfe meistens mit einem Preis kommt und oft auch Menschen, die helfen, vielleicht auch ihre eigennützigen Motive verfolgen und dass man sich halt immer überlegen muss, okay, ist dieser Preis mir jetzt wert zu zahlen? Bin ich überhaupt in der Situation, wo ich verhandeln kann? Es ist sehr viel Persönliches drinnen, die Vaterfigur ist an meinen Vater sozusagen angelehnt. Es ist die Geschichte eines Akademikers, der nie eine Arbeitserlaubnis erhält, sich selbst ein Stück weit abhanden kommt. Es hat große Folgen natürlich, weil auf der einen Seite gefordert wird, integriere dich, auf der anderen Seite wird Menschen nicht erlaubt zu arbeiten. Wenn das von staatlicher Seite abgeschottet wird, wenn das einem verwehrt wird, wie soll denn das dann stattfinden? Es ist ihr wichtig, ihre Perspektive zu erzählen und die ihres Vaters. Vor allem in Zeiten von wovon Remigration und anderen rassistischen, problematischen Ideen gesprochen wird, wollte ich mich eben dem Thema mal von Nicht-Integration nähern, weil ich den Eindruck habe, dass über nicht integrierte Personen sehr fragwürdig berichtet wird, meinem Eindruck nach entweder gar nicht oder nur in einem sehr negativen oder sehr bemitleidungswürdigen Licht. Welche Rolle spielt dabei die sogenannte Mehrheitsgesellschaft? Irina beschreibt das Gefühl, immer härter arbeiten zu müssen als andere, um als integriert zu gelten. Als sie die Grundschule als Klassenbeste abschloss, wollte der Lehrer sie trotzdem nicht aufs Gymnasium lassen. Ich habe zu dem Zeitpunkt fließend Deutsch gesprochen, also eben wie eine Muttersprachlerin, darum bezeichne ich Deutsch auch als meine Muttersprache. Und ich glaube, dass viele Menschen allein aufgrund dieser Tatsache, dass sie auch eine andere Muttersprache haben, die jetzt nicht zu den elitären Sprachen gehört, abgestempelt werden und vielleicht nicht die Chancen teilweise eben erhalten, die vielleicht andere Menschen erhalten würden. Trotz der Widerstände. Irina arbeitet heute als Juristin. Auch dank ihrer Eltern ist sie angekommen im Wiener Bürgertum und in der linken Bubble. Deren Vorurteile und Doppelmoral macht sie auch zum Thema. Oh mein Gott, voll schlimm, was in Afghanistan abgeht. Vollste Solidarität mit Afghanistan. Hashtag Refugees Welcome. Hallo? Nein, ich schaff's heute leider nicht zur Demo. Ich habe heute meinen Self-Care-Day. Bye. Ich hatte letztens eine echt nette Uber-Fahrt mit einem Mann aus Pakistan. Der hat mir ein bisschen was von seinem Alltag erzählt und ich rede immer unfassbar gerne mit Uber-Fahrern, einfach nur um ein bisschen einen Einblick in eine andere Lebensrealität zu bekommen. Habe ihm gleich 5 Sterne gegeben. Ich hasse mich selbst. Oft fühlt sie sich übrigens selbst ertappt. Und genau das ist auch ihre Strategie. Die Mitte der Gesellschaft zum Nachdenken anregen. Wenn man sich lustig macht über Rechte, glaube ich jetzt nicht, dass Rechte sich das anschauen und sich denken, haha, ich bin wirklich so, vielleicht sollte ich mein Verhalten überdenken. Ich glaube im Endeffekt, dass es eher hilft, einer Gruppe vielleicht eben zu mehr Bewusstsein zu verschaffen und irgendwann eine Art von Vernetzung oder was auch immer zu erreichen. Zurück zum Dramatiker Lukas Rietschel nach Görlitz. Wie umgehen mit dem Rechtsruck? Was ist seine Strategie? Ein Blick in die Geschichte und in andere europäische Länder reicht, um zu sagen, also angenehm ist es nicht und schön ist es nicht und vielfältiger wird es auf jeden Fall nicht. Und demokratischer wird es auf gar keinen Fall. Und das ist das erstmal, was wir sehen können. Und den Rest müssen wir dann hoffentlich ja, nicht aushalten, sondern im schlimmsten Fall dann dagegen vorgehen. Ich bin zu sehr Verfechter dieser Demokratie, als dass ich glauben würde, dass sie sich so schnell geschlagen gibt, ehrlicherweise. Ansonsten hätte ich dann wahrscheinlich auch irgendwann die Koffer gepackt. Aber ich glaube dran, dass das alles gut läuft.